Dennoch gelang es etwa 1000 hartnäckigen Widersachern, die Stehplätze des Stadions zu besetzen. Bewaffnet mit zeitgenössischen Parolen forderte die Menge respektlos den Striptease des Landesvaters. Zieht dem Strauß die Lederhosen aus, diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Der Vorsitzende kam in gedeckter Herbstkleidung und reagierte wie gewohnt. Liebenswürdig, gelassen und streng sachlich. Wenn Sie einen Funken demokratischer Disziplin, einen Funken von menschlichem Anstand, einen Funken von normalen Verhaltensweisen hätten, dann würden Sie jetzt Ihr Maul halten, das versuchen uns dauernd zu stören. Aber wir sind ja froh, dass Sie da sind. Da merkt die Bevölkerung der Oberpfalz, was ihr blühen würde, wenn Chaos und Anarchie, wenn das rot-grüne Konstellation in der Bundesrepublik die Macht übernehmen würde. In Bayern habt ihr nichts zu verlieren. Wir können für eine vorausschaubare Zukunft auf die Kernenergie nicht verzichten, weil es für sie keinen Ersatz gibt. Wer ihnen was anderes sagt, der lügt sie an oder er versteht nichts von den Dingen. Natürlich, man kann auf alles verzichten. Man kann in einem Zelt wohnen und sagen, wir brauchen kein Haus mehr. Man kann mit dem Rad fahren und sagen, wir brauchen kein Auto mehr. Man kann mit dem Segelschiff fahren und kann sagen, wir brauchen keinen Flugverkehr mehr. Aber das ist doch keine Zukunftsgestaltung. Das ist doch der Marsch in die Vergangenheit. Wenn der Spitzenkandidat der SPD von Niedersachsen deshalb sagte, der bayerische Ministerpräsident Strauß sei eine Sau. Sehr schön. Grüß Gott. Dann bleibt er einmal in seinem Milieu, in dem Stall, in den er gehört. Aber Schweine sind reinliche Tiere. Deshalb soll man mit dem Schimpfwort Sau vorsichtig umgehen. Und Herr Hirsemann noch von Saustall spricht, den er aufräumen müsste, dann zeigt sich, wes Geisteskind die heutigen führenden Sozialdemokraten sind. Meine Damen und Herren, ich habe viele gestandene Sozialdemokraten kennengelernt und habe meinen Respekt vor ihnen. Es gibt auch heute noch den einen oder anderen, aber sie führen ein Dasein am Rande, ein Schattendasein. Sie werden von den intoleranten, radikalen, klassenkämpferischen Kräften systematisch an die Wand gedrängt. Und Sie sind ja ein Beweis dafür, dass ich recht habe. Mehr können Sie es ja gar nicht beweisen. Dann kommt die zweite unehrliche Aussage. Keine Koalition mit den Grünen, wir schaffen es allein. Ja, wie kann denn jemand so von aller Wirklichkeit im Stich gelassen sein? Der lebt doch in einem Wolkenkuckucksheim. Der lebt doch in einem Luftschloss. Der lebt doch in einer Traumburg. Sie allein die absolute Mehrheit. Die kriegen auch mit den Grünen keine absolute Mehrheit. Aber wenn er eine Koalition mit den Grünen ablehnt, weil er weiß, dass eine von den Grünen bestimmte Politik der Untergang der Bundesrepublik Deutschland als zivilisierter, kulturvoller, demokratischer Staat wäre. Wer sein Weltbild, nicht zu verwechseln mit Weltanschauung, aus der Zeit des kommunistischen Manifestes bezieht, wo es noch keinen Verbrennungsmotor, keine Elektroenergie, keine moderne Nachrichtentechnik, geschweige denn Kernenergie, moderne Informatik, oder Luft- und Raumfahrt gegeben hat. Wer aus dieser Zeit und den damaligen industriellen Verhältnissen die Heilslehre für heute und morgen bezieht, das sind die Reaktionäre von heute, die Linksfaschisten mit ihrem marxistischen Glaubensbekenntnis.